Die Lese ist in vollem Gang bei uns. Und die Winzerinnen und Winzer und ihre Helferinnen und Helfer haben allerhand zu tun. Und so ganz einfach scheint es in diesem Jahr nicht in allen Weinbergen zuzugehen. Das Evangelium greift genau die Arbeit im Weinberg auf. Herzlich willkommen zu unserem Sonntagswort. Das Evangelium ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt, und es geht um einen Weinbergsbesitzer, der Arbeiter anwirbt. Morgens in aller Frühe, er vereinbart mit ihnen einen Denar und schickt sie in seinen Weinberg. Dann merkt er, dass die Arbeit noch viel ist, und er geht nochmal am Morgen auf den Marktplatz und schickt die, die dort sind, in den Weinberg. Um Mittag ist dasselbe noch einmal, am Nachmittag nochmal und selbst am frühen Abend geht er noch einmal und sagt, geht ihr in meinen Weinberg, ihr bekommt schon euer Geld. Um 6 Uhr abends ist Lohnauszahlung, und von den letzten angefangen bekommt jeder den vereinbarten Lohn, einen Denar. Die freuen sich natürlich für eine Stunde einen ganzen Tageslohn, und so geht es weiter bis zu denen, die ganz am Morgen angefangen haben, also 12 Stunden gearbeitet haben, und auch die bekommen einen Denar. Als sie ihn erhielten, heißt es dann im Evangelium, murrten sie über den Gutsherrn und sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben die Last des Tages und die Hitze ertragen. Da erwiderte der Gutsherr ihnen, Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du etwa böse, weil ich gut bin? Es gibt wohl kein Gleichnis im Evangelium, das so gegen unseren Gerechtigkeitssinn geht, wie das, was wir an diesem Sonntag hören. Die, die eine Stunde nur arbeiten, bekommen den gleichen Lohn wie die, die 12 Stunden arbeiten. Das ertragen wir nicht. Auch wenn denen, die 12 Stunden arbeiten, ihr Lohn gegeben wird, den sie am Anfang vereinbart haben. Und die anderen add-on bekommen, draufgesetzt. Wir wollen das so nicht. Das passt nicht. Aber wir spüren bei dem Gleichnis auch, darum geht es eigentlich nicht. Es geht um diesen Gott, um diesen Gutsbesitzer, der als Bild für Gott dasteht, der es gut mit den Menschen meint. Ein erstes. Das Gleichnis hält uns den Spiegel vor und fragt nach unseren Maßstäben. Wie denkt ihr? Was ist der Rahmen, in dem ihr eure Entscheidungen, eure Emotionen auch zulasst? Ärger, weil etwas nicht so läuft, wie wir es in unseren Maßstäben haben. Wie es sein sollte, wenn man die Gewerkschaften fragt, dann ärgern wir uns. Dann fühlen wir uns benachteiligt, weil die Arbeit, die getan ist, nicht so gewertschätzt wird, wie sie eigentlich gewertschätzt werden sollte. Und wir verstehen die, die 12 Stunden gearbeitet haben, dass sie sauer sind. Das ist aber unser Maßstab. Wie sind die? Wonach richten wir uns? Wie denken wir? Wie schauen wir in die Welt? Das zweite, das Gleichnis sagt etwas über Gott. Der Gutsbesitzer meint es gut. Der Weinbergsbesitzer will, dass alle gut leben können. Ein Tageslohn, ein Denar, davon kann eine Familie einen Tag halbwegs ordentlich leben. Es geht also darum, dass alle ein Auskommen haben, leben können. Das ist ein anderer Maßstab. Das sieht etwas anders aus. Vielleicht, und das ist das Dritte, vielleicht könnten wir uns hin und wieder mal fragen, welche Maßstäbe hat Gott denn? Wie ist sein Blick auf die Welt? Wenn ich in den Nachrichten diese Woche höre, dass im Sudan 1200 Kinder in den letzten 4 Monaten verhungert sind oder an Masern gestorben sind, dann kann ich mit dieser Nachricht eigentlich kaum umgehen. Dann sprengt das mein Handeln oder Denken.
Aber ich könnte auch fragen, welchen Maßstab, welchen Blick hat Gott denn darauf, dass so Schreckliches in dieser Welt passiert? Wie geht es ihm damit? Oder mit all den anderen Dingen? Ich glaube, es könnte heute auch ein Impuls aus diesem Evangelium sein, zu fragen, können wir unsere Maßstäbe, unseren Denkrahmen, unsere Wertvorstellungen nicht auch weiten lassen von dem, wie Gott sieht, wie Gott denkt und fühlt und wie er auf diese Welt schaut. Er hat nicht diese Enge wie wir, das Drehen um den eigenen Bauchnabel, sondern da ist viel Weite, viel Leben, viel Perspektive. Und vielleicht könnte uns das vor manchem Ärger, vor manchen Schwierigkeiten, auch vor mancher Enge bewahren, wenn wir uns ab und zu fragen, was sind denn eigentlich die Perspektiven und die Maßstäbe Gottes und sein Blick auf mich und auf diese Welt? Bleibt behütet!